Wir haben die kleinen Racer-Sets mit Straßenteilen dabei. Endlich das rote Riesenmotorrad repariert. Ein paar ganz, ganz, ganz kleine Gesellen haben sich dazu gesellt. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knack aus dem rostigen Städtchen Lenkbach im Wienerwald. Ich begrüße euch zum 25. Kindergramm-Update. Ja, so schnell kann's gehen. Und ich sitze hier im Saal Klassik des Seitle Kindergramm, das ja schon als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet hat. Ich möchte euch heute ein paar kleine Änderungen im Lego-Bereich zeigen, ganz klitzekleine, denn viel Großes tut sich im Moment nicht, wir sind ja im laufenden Betrieb. Die Besucher nehmen zu, das freut mich und vielleicht sehe ich euch auch bald persönlich. Und da habe ich euch schon geschultert. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn die XF300 kann man nicht schultern. Die XL1 konnte man schultern, das waren noch Zeiten. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe in der letzten Zeit die Videos für diese Lego-Technik-Sets gemacht, wo wir gerade sind. Und dadurch haben sich hier die Aufstellungen in den Vitrinen geringfügig geändert, damit es besser aussieht. Also hier habe ich zum Beispiel den Schaufelbagger über den Pneumatikwagen da geparkt. Einen Stock tiefer steht das Basic Building Set und der Gabelstapler anders. Und ganz, 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 ganz besonders anders stehen hier herüben die 8035, die 8055 und die 8620, 40, 60 und 80 in der Vitrine. Das muss man doch gesehen haben. Gleich gegenüber gibt es kleine neue Freunde. Ihr seht, es gibt kein Etikett unter der Vitrine. Das heißt, es ist offiziell noch nicht zu sehen. Aber natürlich sieht man es dann doch, wenn man hier ist. Immerhin steht es in der Vitrine. Wir haben die kleinen Racer-Sets mit Straßenteilen dabei, die in der wunderbaren Schachtel kommen mit einer, ja, wie soll man sagen, Autodeckelteile-Sache. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Mit einem Deckel halt. Und wenn man dieses graue Ding zusammenfaltet, schiebt man es in die Schachtel und kann es dann mitnehmen. In der Vitrine hat nur eine Schachtel Platz. So ist es halt. Jedenfalls viele kleine Autos mit vielen kleinen Gimmicks. Perfekt zum Spielen. Schaut euch die kleinen Wuxi-Kaxis an. Sind die nicht süß? Ein weißer und ein grüner stehen schon in der Vitrine. Und in den nächsten Monaten könnten sich hier noch andere dazu gesellen. Außer unser Investitionsstopp hält länger an, dann natürlich nicht. Was ich mit Investitionsstopp meine, ist leicht erklärt. Das Geld ist aus. Ich habe so viel Geld investiert, jetzt ist es mal aus. Jetzt wird gespart. Das ist jetzt nicht so tragisch, denn es wird sich weiter was im Kindergarten tun. Es gibt Unmengen Lego-Sets, die bereits da sind und nur nicht gebaut und noch nicht gewaschen. Die werden jetzt der Reihe nach mal angegangen. Nachgekauft wird im Moment einmal nichts. Hier haben wir zum Beispiel zwei Racer, die vor einiger Zeit gekommen sind. Wieder so kleine Wutzis mit wunderbaren Kunststoffschachteln dabei. Nicht nur Kängurus springen, auch Lego-Sets mit der Nummer 27. Ja, warum nicht? Eine kleine Sprungschanze aus Karton, ein Rückziehmotor und ab geht die Post! Auch hier haben sich drei kleine Racers in die Vitrine 196 gesellt. Ja, und das war auch der Grund, warum ich mir letzten Sonntag, wie das Kindergramm geöffnet hatte, Zeit genommen habe und endlich das rote Riesenmotorrad repariert habe. Das ist ja beim Einvitrinieren ein bisschen auseinandergefallen, weil das so Technikelemente inkludiert hat, die gerne brechen. Beziehungsweise aus dieser Generation gerne brechen. Und das wurde einfach repariert und ist jetzt so, wie es sein soll. Wenn wir schon dabei sind, auch in der Vitrine 198 hat sich was getan. Hier sind auch drei wunderbare kleine Racer-Modelle dazugekommen. Beim linken kann ich nicht sagen, was das genau sein soll, aber es ist halt da. Der große Kranwagen, ja, der ist noch nicht repariert, der ist noch zerfallen. Da sind einige tragende Elemente gebrochen. Ich versuche das mal so ranzuzoomen.
Hier seht ihr dieses gelbe Verbindungsstück, das ist einfach zerfallen. Das ist so, in dieser Generation kann man nichts machen. Jetzt reden wir auch gleich über die baulichen Probleme, die wir so haben. Seht ihr dieses verschmierte Zeug, das da am Boden herumliegt? Das ist vom Holzwurm höchstpersönlich zerfressenes Holz, also Holzmehl. Es ist hier sehr wenig, das ist vor 2 Wochen gekehrt, denn ich habe keine Hemmungen gehabt und den Holzwurm aufs Härteste bekämpft und habe diese Hölzer, es geht konkret um diesen einen Dachstuhlteil, der da befallen ist, den habe ich intensiv behandelt und jetzt ist ziemlich Ruhe. Da werden wir noch einmal nachbehandeln nach der nächsten Öffnung und dann haben wir das Thema auch wieder erledigt. Ein paar ganz, ganz kleine sind dazugekommen. Diese Wutschigachse ist hier grün, rot und blau, inklusive Ampel, da kann ja nichts mehr schief gehen. Der Nesquik-Kollege war schon länger da, der im Hintergrund steht. Aber es geht noch kleiner, schaut euch diesen Mini-Kollegen an. Im Netz kann der landen, wenn er durch diese wunderbare Rennbahn düst und man geschickt fährt. Zumindest kann er im Netz landen, ansonsten gibt es einen Riesenunfall. Helm sei Dank. Wie ich auf die Idee gekommen bin, hier ein Racer-Modell in die Vitrine 178 zu geben, in der schon Technik, Pneumatik wegen und sonstige Techniksets drinnen sind, das weiß ich heute nicht mehr. Aber vielleicht wird das ja in der nächsten Ausbaustufe korrigiert. Im Moment ist auf jeden Fall der HB Invent Formel 1 Wagen mit dabei. Die ist so schön, die zeige ich euch nochmal. Die wunderbare 6988, eine Plektron-Weltraumbasis mit Light and Sound, also mit mehr Light als Sound, muss man sagen, und wunderbaren Raumschiffen und den grellsten Kontrasten in Neongelb und Schwarz. Was kann es Schöneres geben? Das muss man live gesehen haben. Aktuell steht dieses Riesenbauwerk hier. Ihr erinnert euch, vor kurzem war noch ein 7B BRG-Modell hier. Inzwischen wurde das von diversen Personen angepasst und es soll irgendwie so ein Riesenhaus werden, hat mir mein Sohn erklärt. Bislang ist es noch eine Riesenbaustelle und sie haben einfach so den Elterntisch da involviert. Tja, was will man machen? Kinder haben keine Hemmungen, von und zu überhaupt. Bei den Zügen gibt es nur eine klitzekleine Kleinigkeit und zwar hier bei unseren Terminal, den Warenhaus der 341, gibt es jetzt endlich die richtige Grundplatte dazu. Auf die haben wir schon sehr lange gewartet und jetzt ist sie endlich da und genau dort, wo sie hingehört. Und als letztes zeige ich euch noch den wunderbaren Zug in Blau gehalten. Die Nummer 113-2 hat jetzt endlich die Original Zielsteine eingebaut, Basel, Hamburg und der Ersatzstein Genova ist auch vorhanden. Jetzt hält uns nichts mehr, jetzt sind die Züge schon fast komplett, aber nur fast. Das war's auch schon wieder, kurz und bündig, wie sich das gehört. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich noch aufstehen kann, ab einem gewissen Alter ist es ja nicht mehr so einfach, vom Boden aufzustehen. Und würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Da kann ich doch nur mehr dazu sagen. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergramm oder hier auf diesem YouTube-Kanal.